Bismillah ar-Rahman rahim Alhamdulillah, Wassalatu Wassalam, rasulillah Wa ala Alihi, Ajma'in. Wir haben es in Deutschland mit vielen dawa experten zu tun. Und die erzählen einem dann manchmal, man solle doch nicht den Kuffar sagen, dass sie Kuffar sind. Und man solle den Kuffar doch nicht sagen, dass sie in die Hölle gehen. Und manchmal kommen sie dann mit dem Beweis oder dem Scheinargument für ihre Argumentation. Dass Allah ja im Koran sagt, in Sura 20 und zwar Vers ähm, 44, dass Moses und Harun zu Pharaon gehen sollen. Ja, in Sura in Vers 43 und dann und sage zu, ihm ein sanft, sage zu ihm ein sanftes Wort. Und dann sagen sie: Guck mal, Pharaon, das war so ein schlechter Mensch gewesen. Und sogar zu dem sollte Moses ein sanftes Wort sagen. Und guck mal, du sagst jetzt zu den Kufa, dass sie in die Hölle gehen. Wir sagen erstmal: Wenn wir einen Vers vom Koran verstehen wollen, dann müssen wir den erstmal im Lichte anderer Verse verstehen, weil der Koran sich mit dem Koran erklärt, dann müssen wir diesen Vers, das heißt wir nehmen alle Verse zusammen, dann müssen wir zweitens schauen, was die Sunna sagt, das heißt die Lebensweise des Propheten, weil der Prophet, Frieden singt mit ihm, den Koran erklärt, so wie es in Surah 16, Vers 44 steht, Wir haben zu dir die Ermahnung herabgesandt, damit du den Menschen klar machst, was zu ihnen herabgesandt wurde. Dann müssen wir auch den ganzen Vers lesen und den Kontext lesen, in dem es steht. Und dann schauen wir uns das mal an. Wir schauen mal, wozu ist das hier herabgesandt worden? Ist der Vers, der sagt, leine", Spricht sie ein sanftes Wort? Ist das ein Beweis dafür, dass man die Hölle in der Dauer nicht erwähnen soll? Und wir lesen uns einfach mal den ganzen Kontext durch und dann könnt ihr es selber entscheiden. Er sagt, in Sure 20, Vers 43, Geh zum Pharao, denn er lehnt sich auf. Er übertritt, er überschreitet das Maß. Und das ist eine wichtige Grundlage in der Dauer, denn in der Dawah ist eine der Hauptaufgaben, diejenigen aufzurufen, die das Maß überschreiten. Warum erwähne ich das? Weil es viele Brüder leider heutzutage gibt, die Dawa, auf Sitzungen in der Moschee beschränken. Sie denken, die Da'wa wäre, dass man in der Moschee sitzt mit einer auserwählten Truppe von Leuten und man redet dann beispielsweise über ein bestimmtes Buch oder über eine bestimmte Risala. Ich sage, dass es auch eine Art von Da'wa. Und das ist auch eine wichtige Art von Da'wa, aber die Da'wa beschränkt sich nicht auf diese Art von Da'wa, denn wir haben auch Da'wa mit Nichtmuslimen, Da'wa mit Muslimen, die weit vom Weg weg sind. Und Meistens ist sie da, aber mit Leuten, die sich auflehnen, Leute, die das Maß überstreiten. Dann sagt er weiter: Ja, erst so bis dahin. So spricht zu ihm ein wahres Wort. Warum? So ein sanftes Wort. Was das jetzt sanfte Wort, sanfte Wort. Ach ja, interreligiöser Dialog. Du, oh, ihr seid Christen, ihr seid auch gläubig, ihr kommt ins Paradies. Das ist das sanfte Wort. Was war das sanfte Wort hier? Dann sagt er weiter. Das heißt, im selben Vers sagt er, das spricht ihm ein sanftes Wort, damit er gedenkt und sich fürchtet. Das heißt, alleine im selben Vers würden die Leute die dieses Scheinargument bringen, den Vers mal bis zum Ende lesen, dann würden Sie schon merken, dass Ihre Argumentation völliger Schwachsinn ist, weil hier steht: Du sollst ein sanftes Wort geben, bringen, damit er sich fürchtet. Also kann mit dem sanften Wort nicht gemeint sein. Ach ja, du bist auch gut und du bist der Beste und die Demokratie ist das Beste und Juden, Christen und Dings sind alle Brüder, die zusammen ins Paradies gehen. Der kann damit nicht gemeint sein. Das fällt, fängt einem hier schon auf. So, dann, dann geht es weiter jetzt, es wird noch deutlicher. Pass auf, dann sagt er, au Das heißt, ja, o, o unser Herr, wir fürchten, ja, dass er uns ähm, äh, Übereile gegen uns vorgeht und das Maß überschreitet. Das heißt, dass er die tötet, weil der Pharao jemand war, der die Leute getötet hat. Das heißt, diese Duat hier, das können wir auch aus diesem Vers herauslesen, die sind Risiko eingegangen. Die hatten keine Angst, am Moses und Harun mit jemand zu sprechen, der ein richtiger Turan gewesen ist. Was sagt Allah dann? <laughs> Er sagt Allah zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich bin bei euch, ich höre und euch sehe. Und hier sind zwei Dinge, die wir beachten müssen. Erstens, derjenige, der Dauer macht, muss auf Allah vertrauen, dass Allah mit ihm ist. Zweitens, wenn Allah sagt im Koran, er ist mit einem, dann wird es von diesem Vers erklärt, dass er hört und dass er sieht. Nicht, dass er mit seinem Wesen bei ihnen ist, denn mit seinem Wesen ist er über dem siebten Himmel, über seinen Thron. Aber in einer Art und Weise, die unvorstellbar ist, die nicht begrenzt ist, die nicht äh, irgendwie körperlich fassbar ist oder erklärbar ist, die völlig über unserer Vorstellungskraft ist. Ja? So. Und jetzt gibt er den Befehl, jetzt zeigt er, was es mit dem Lain meint. Fäti fakula, inna dieser Vers, das ist jetzt der Vers 47. So kommt denn zu ihm und sagt, wir beide sind Gesandte deines Herrn. Das muss man sich jetzt vorstellen, deines Herrn. Das ist eine Provokation an sich schon gegenüber dem Pharao das sanfte Wort, ja, die kommen zu dem, der sagt, und sagen, wir sind Gesandte von deinem Herrn. So, und jetzt die Entschlossenheit, schaut mal, es ist so wichtig, die Entschlossenheit in der Israel. die geben dem Tyrannen, geben dir einen Befehl, und das ist wichtig in der Dawa, dass man diese Issa hat, Gib, schicke mit uns die Kinder Israel und bestrafe sie nicht. Jetzt sagt er nochmal, wir sind schon zu dir gekommen, sagen die jetzt, wir sind schon zu dir gekommen mit Zeichen von deinem Herrn. Von deinem Herrn wieder. Die betonen wieder, du bist hier gar nicht der Herr. Allah ist der Herr. Und dann sagen sie, Wassalamu Ala Das heißt, und der Friede, beziehungsweise das Heil vor der Strafe Allahs, ist mit demjenigen, der der Rechtsleitung folgt. Was sagen Sie hiermit? Sie sagen hiermit zum Pharao, wenn du der Rechtleitung nicht folgst, dann bist du verloren. Und jetzt geht es noch weiter, damit das so auch richtig kapiert, der Pharao. Uns ist schon offenbart worden, dass die Strafe auf denjenigen liegt ja der ist der Lü, der die Botschaft der Lüge zur Lüge erklärt und sich abkehrt uns ist ja als offenbarung eingegeben worden dass die strafe denjenigen überkommt der die botschaft für lüge erklärt und sich abkehrt das muss man sich mal vorstellen dieser vers schaut mal kaulen was ist mit dem sanften wort gemeint mit dem sanften wort ist kein interreligiöser Dialog gemeint. Wir sind nicht gegen Dialog. Wir sind gegen Dialog. Es wird immer gesagt, wir seid gegen Dialog. Wir sind nicht gegen Dialog. Wir sind gegen Dialog, wo die Botschaft verdreht wird. Wo im Namen der Weisheit, der falsch verstandenen Weisheit, die Botschaft verraten wird. Wo Verse aus dem Koran genommen werden, um zu sagen: Ja, rede mit diesem Käfer, so, als wenn er der Obermensch ist, die was ganz anderes behaupten. Hier ist der Pharao. Der größte Tyrann, vor dem man Angst haben muss. Und die sagen zu dem hier: Wenn du der Rechtsleitung nicht folgst, kriegst du die Strafe. Ende aus, Ende aus. Aber heute, es kommt irgendjemand in die Moschee, ja? Oder eine Moschee lädt einen Prediger ein. Dann kommt danach die Presse und sagt: Oh, die sind so und so und so und so. Und dann kommt dann der Moschee vor Wir haben nichts damit zu tun. Wir distanzieren uns. Subhanallah. Leute, was seid ihr für Waschlappen? Was seid ihr für Waschlappen? Habt ihr keine Heiser? Habt ihr keinen Stolz für diese Religion? Wenn ihr die Leute schon einladet, dann müsst ihr auch standhaft bleiben. Wenn ihr Angst um die Moschee habt, deswegen, dann fallt den Leuten nachher nicht in den Rücken. Sondern sagt wenigstens, dass die Vorwürfe, die hier gemacht werden, die können wir nicht vertreten, die können wir gar nicht sehen, die gibt es gar nicht. Aber immer danach diese Schleimspur zu ziehen, von hier bis, bis nach Agadir, das ist ja unglaublich. Oder von hier bis nach Ankara. Was soll das? Hier, die gehen zum Pharao, gehen die. Und sagen die hier, die Strafe ist auf demjenigen, der sich abwendet. Weil die wissen, Allah wird sie schützen, wenn sie die Wahrheit sagen. Genau wie Allah zum Propheten sagt, Rasul. O Gesandter Allahs, verkünde offen, was von Allah zu dir herabgesandt worden ist. Ja? Und wenn du es nicht tust, dann hast du die Botschaft nicht überbracht. Und Allah wird dich vor den Menschen schützen. Deswegen, das muss unsere Bereitschaft sein. Wir sind keine Hassprediger, aber wir sind Leute, die entschlossen sind. Und deswegen müssen wir entschlossen sein und nicht Koranverse benutzen und damit versuchen wollen, etwas zu beweisen, was ein Beweis gegen einen ist. Dieser Koranvers sagt ganz genau den Stil der Dawa. Dass wenn der Stil der Dawa korrekt, geradeaus, selbstbewusst sein muss und sagen muss, wer den Islam nicht annimmt, wer die Rechthaltung nicht annimmt, hat das Heil nicht. Uns ist offenbart worden, dass derjenige, der die Botschaft, den Islam, den Koran, die Sunnah als Lüge erklärt, die Strafe bekommt, wenn er sich abwandt und diese Sache als Lüge erklärt. Das ist die Botschaft. Und so müssen wir stehen. Und wenn irgendjemand was, was anderes erzählen will, dann soll er den Mund zumachen. Ganz einfach. Assalamu alaikum.